So, YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen wieder eine Dreierrunde Geotastic, bedeutet drei Runden unendliche Zeit. Wir versuchen genau herauszufinden, wo wir sind und 18.000 Punkte zu bekommen. Ich bin gespannt, ob das klappen wird und ja, ich würde sagen, wir starten rein, start local game, mal gucken, wo es uns heute hinbringen wird. Was sagen wir denn? Aber wie wär's mal mit Baltikum? Das kommt nicht ganz hin. Oh, die Sonne steht komplett im Norden. Also sind wir im Süden? Ja, ist schon. Das Problem ist halt. Sie steht genauso im Süden, wie sie im Norden steht, nicht? Na, obwohl, sie steht mehr im Norden als im Süden. Das heißt, wir sind im Süden. Australien? Nee. Oh, Palm. Oh, guck mal, schon wieder. Richtig alte Traktorinos. Victoria Street. Okay, das klingt natürlich Anglican Church doch sehr. Resurrection Church of Australia. Aber hübsche Ecke. Ich meine, ich frage mich manchmal, warum so kleine Orte so hübsche Straßen haben mit Gehwegen und dann alles hübsch gemacht, wenn da eh eigentlich keiner wohnt und jemals vorbeikommt, nicht wahr? Na gut, ein paar Leute leben da. Ich nehme es zurück. End of School Zone. Wir dürfen wieder schnell fahren. Sehr schön. Da stand Austria. Ja, ich fühle die Kälte und die Berge. Oh, zurzeit das Wetter nicht. Ich mag es, wenn es so 20 Grad sind. Ich würde am liebsten in einem Ort leben, wo es immer windig ist und so 21 Grad. Und dann so ein leicht warmer bis kühler Wind. Mingen Sports Club, Inc. Okay, wo auch immer der ist. Ah, schon. Ja, aber nicht. Es gibt so Orte, wo man sagt, boah, da könnte ich mir vorstellen, so Urlaub zu machen, da könnte ich wohnen. Hier? Trailer Park. Nee. Ist schon nicht hässlich, aber ist auch irgendwie so. Ah, schon ein bisschen trocken. Trocken ist, glaube ich, das richtige Wort. Sag mal, wie lange steht der Zug bitte da? Wie viele Jahre? Entweder ist er einfach so lang, dass er, oh, so lange braucht, dass er beschmiert wurde in der Zeit, wie er da steht. Von wann ist denn das Bild? Das Bild ist 2019 aufgenommen. Da steht ein Zug. Das Bild ist aufgenommen 2000. Ich kann es nicht erkennen. Okay, nochmal. 2000. Google, wirklich. Ich wollte einen Clip aufnehmen. 2023. Okay, nochmal. Das müssen wir klippen. Dieser Zug wurde 2018 hier abgestellt. Im nächsten Bild haben wir 2023. Er steht immer noch da und wurde beschmiert. Ja, noch schneller als die Deutsche Bahn sind die hier auch nicht. So. Guter Clip. Reicht. 116. Jetzt können wir mal weiter gucken. Genau, Clip in den Chat. Super, danke. Das hilft immer. Da muss ich es nämlich nicht raussuchen, mühselig. Wobei die neue Clip-Funktion von Twitch absoluter Rotz ist. Gerne meinen Feature-Request liken auf der Hilfeseite, dass die das wieder entweder verbessern oder zurückbauen, weil ich brauche Minuten, um einen Clip rauszuschneiden. Es ist unglaublich schlecht geworden. Vor allem auch ihre Automatik ist absoluter Scheiß. Purse. Wo, Purse? Purse. Purse ist hier drüben. Boah, da waren wir ja noch nie. Krass. Okay. Das heißt, wir sind dort. Three Springs, 53 Kilometer. Ja, okay, was sind hier 50 Kilometer?
das hier. Also zwischen Dora und zwischen Dogger und das sind 50. Ja, also sind wir wirklich wahrscheinlich hier in Mingenew. Hier ist auch eine Schiene, das ist gut. Und wir stehen jetzt Ecke King Street, Victoria Street. King Street, Victoria Road. Heißt das Street oder Road? Sicher, sicher. Victoria Street. Hier steht Victoria Road. Ich gehe das Risiko ein. Wir gehen nochmal nach Norden. Jetzt, ich bin unsicher. Nee, nach Norden kommt direkt der Zug, nicht? Das passt schon. Und hier ist Shop Local. Ja, gut. 3,55 Meter. Aber es ist immer verwirrend, nicht? Road versus Street ist halt nicht immer das Gleiche. Und damit haben wir Australien geschlagen. Das ging echt gut. Gutes Schild gefunden. Zicki zacki. Und verteilt's keine Likes. Ja, das weisen wir doch. Weiß ich doch. What's in Singhaun? Kedika. Kedika? Hapsalu MNT? Also spontan hätte ich gesagt Ungarn. Oh, ganz ehrlich, den Truck haben wir doch auch im Work and Resources. Hey, das ist die kleine Feuerstation, die wir haben, oder? Ich habe so eine als Download eine kleine Feuerwehrstation runtergeladen. Die hat genau so ein Schrägdach und so einen kleinen Turm. Das ist ja verrückt. Einfach Work and Resources durchgespielt, dieses Dorf. Okay. Oh, perfekt. Tallinn, das erklärt doch alles. Estland, so, 78 Kilometer. Und jetzt Habsula, auf der Höhe von Habsula. Da Habsula, also sind wir irgendwo hier. Also sind wir wahrscheinlich 21 Kilometer, aber nur nach Habsula. Vielleicht sogar hier. Und wir stehen an der, wie hießen die? Kediga Habsula MNT. Da, das heißt, wir können auch hier irgendwo sein. Aber hier ist so wenig los. Hier, da werden wir sein. Habsula MNT. Ecke Kedilka. Und die Feuerwehr, vielleicht ist die eingezeichnet. Nee. Gut, aber hier ist auch nicht alles eingezeichnet. Zumindest an Namen. Hier ist Kedika. Aber Kedika T. Schlecht, schlecht, schlecht. Oder kommen wir von hier? Nee, die heißen hier anders. Haben wir hier einen Hupsala oder so direkt dran? Das wäre zu weit weg schon. Repsete. Okay, ich hätte gedacht, das ist einfacher. Jamatee. Lettland. Na, Lettland
hätte nicht Finnisch. So finnische Mischung, nicht? Hapsalu. Okay, also nach Nordwesten war das und dann kommen wir direkt auf die Straße. Nördlich. Nördlich fahren wir ran. Palivere. Wir sind auf der 17 Richtung 161 Höhe. Also hier. Aber wir kommen irgendwie vorher raus. Hier anscheinend kommen wir raus. Oder so. Warte mal, wie fahre ich? Ich fahre nördlich auf dieses Ding rauf. Und die geht Ost-West an der Stelle. Das kann ja nur hier sein. Palivere. Wie heißt du denn hier? Der Ort hat irgendwie keinen Namen. Das ist natürlich blöd. Kedika würde den Straßennamen erklären, aber Palivere steht nicht da. Warum 17? Weil da 17 steht. Wir fahren mal zur Kreuzung hier, dann wissen wir es ganz sicher. Also, Kedika geht 9 Kilometer nach Norden. Da ist Kedika 9 Kilometer nach Norden. Das wäre nämlich jetzt die Ecke. Würde ich mal, aber die sieht viel größer aus als auf der Karte. Und Palivere 0,5, das wäre hier dann. Aber Palivere ist nicht eingezeichnet. Wir kommen ja irgendwie nördlich raus und dann ist eine große Kreuzung hier. Und die Straße geht hier Ost-West. Und das macht sie nur an dieser Stelle. Und hier fehlen mir Straßen einfach. Die sind hier auch versetzt, nicht? Das passt nicht. Das ist übrigens wie bei Work and Resources das Stadteinfahrtsschild, nicht? Das geht nach Süden und da ist die Feuerwehr gewesen. Da kamen wir auch raus. So, hat es hier einen Straßennamen? Das wäre noch hilfreich vielleicht. Palivere. Passt nicht, oder? Das Problem ist, dass die Straßennamen nicht eingezeichnet sind. Und wir haben keine Kreuzung hier in der Ecke. Gar keine. Das ist so das Komische. Nur hier unten. Hier ist Palivere. Boah. Okay, da unten ist Palivere. Okay, hier ist auch die Kreuzung. Das macht auch Sinn. So, jetzt können wir nochmal gucken. Das ist, wenn die Straßen nicht so aussehen, wie sie hier eingezeichnet sind, nicht? Das sieht aus wie eine krasse Autobahn. Die Straße, die wir hatten, sah aus wie eine scheiß kleine Wurststraße irgendwo. Absula Mint, Kedika Mint. So, hier stehen wenigstens noch die Straßennamen dran. Zumindest zum Teil. Die Kedika Mint steht nicht dran. Das ist blöd. Alinka, Absula, so. Ujinga, Absula, Hapsula. Die hat keinen Namen. Hapsula, vielleicht. Nee, Kedika.
Pagi, die hat wieder keinen Namen. Palivere, Kalda. Und die hier unten, da ist nicht unsere Dings. Oh, Kedika ist die 161. Oh, ich hasse das. Warum kann Google nicht die ganzen Sachen hintereinander darstellen? Die haben eine ganze Straße zur Verfügung. Nein, da musst du in die Zoom-Stufe 3000 gehen und dann siehst du, dass hier Palivere Kedika und Kedika T auf der 161 liegen. Alter, leck mich, Google. Wirklich. Das könnte so viel einfacher sein, wenn einfach die Datenanzeige von Google ordentlich wären. Man sollte echt OpenStreetMap dafür verwenden, weil das hier ist einfach nur noch lächerlich, diese Scheiße, die Google verzapft heutzutage. Wirklich. Kein Wunder, dass man 1000 Jahre braucht, um was zu finden. Okay, stehen wir da auch wirklich? Wartet. Wir stehen, da ist noch die Yamate. Du bist die Yamate, ja, gut. Und die ist südlich von uns, ja. Das heißt, wir stehen wahrscheinlich eher hier so, Finish. 2,76 Meter, jawoll. Ich muss sagen, heute, wir schaffen es vielleicht, nicht so viel rumzufahren. Oha, Südkorea. Shingo Shihongji Singungamuil. Shingung Shangxingil. Das sind Namen, die ich nicht unbedingt kenne. Wir sind meistens um die 1023 hier oder hier in der Ecke gewesen. Also ganz selten um Seoul und woanders waren wir eigentlich fast nie. Deswegen würde ich spontan hier Sacheong in die Ecke mal tippen. Das Problem ist, bei Südkorea kann es passieren, dass wir nicht mehr weiterfahren können. Wir können jetzt schon hier... Doch, können wir noch? Können hier noch hin. Und das war's, nicht? Also hier geht's nicht weiter. Hier kann ich schon machen, was ich will. Einmal reinfahren ging noch. Hier können wir reinfahren. Manchmal muss man sich hier echt über die kleinen Wege... Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ja, es wird eng. Wir haben nur noch zwei Wege. Und wenn nicht, dann müssen wir eine einzelne Straße in Südkorea finden. Guten Tag. Stehen da unterm Baum. Die haben ein schönes Leben. Ich hätte auch gerne einen Baum, unter dem ich stehen kann. Wer ist Millionär und hat noch ein Haus frei? Oder zumindest ein Grundstück, was er nicht mehr braucht? Gut, wahrscheinlich wäre auf so ein Grundstück, was dir jemand schenkt, Munition aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg vergraben und du dürftest für 1 Million für die Entsorgung aufkommen. Wie hieß der Film mit Tom Hanks? Geschenkt ist noch zu teuer, nicht wahr? Für nur 1 Euro, 1 Dollar können sie dieses Haus haben. Was? Dieses Traumhaus? Mhm, und dann ging der Spaß los. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Geht's hier nochmal irgendwie ab? Da rein oder so? Nee. Shit. Und viel mehr Hinweise gibt's hier auch nicht. Ja, dann können wir eigentlich nur noch in die Richtung. Und wenn wir jetzt stecken bleiben, dann haben wir die Scheiße am Dampfen. Dann können wir Midangil suchen und Singongjil. Dann können wir echt... Und Südkorea hat echt viele Straßen, was es dann schwierig macht. Beim letzten Mal haben wir es über den Golfplatz gefunden, der dann da war, nicht? Okay, Midang wäre wahrscheinlich Memorial Hall dann der entscheidende Hinweis. Oh, guck mal. Oh, sehr gut. Aber wir haben was. Buan suchen wir. Sehen wir einen Buan? Das Buan's doch nicht sein.
Okay, ist nicht so groß, wie ich dachte. Dann suchen wir mal die 22. 24. Ja, man, 20. Man ist irgendwie immer 19 in der gleichen Ecke so. Da kann man schon fast blind erstmal hintippen. 21. Und jetzt ist die 22 ganz woanders. 25. Oh, komm. 19. 26. 13. Alles. 21. Die Straßen schlängeln sich auch so krass durch ganz oft. 22. Da. Wo startet die und wo endet sie? Also ich glaube, die startet hier und geht dann Suncheon Road. Okay, da haben wir sie doch schon. Wie hieß die andere? Misan Road oder sowas, nicht? Sanchon Jil. Das Problem ist, der ist jetzt überall so, nicht? Wir müssten jetzt Misan finden auf der Route. Und hier schon die 17. Weil die 22 nach hier rumgeht. Okay. Ein Tunnel hatten wir auch noch nicht. Hier ist auch wieder Sengjongju. Da muss man genau gucken, wie das geschrieben wird, nicht? Wir stehen ja eigentlich mitten auf Feldern und nicht in einem Dorf. Okay, aber die schlängelt sich so an der 25 entlang. Und wo geht sie hier hin? Und hört auf. Und geht hierhin weiter. Okay, das ist sie. Seongjongjil. Huamjil. ...734. Weiß nicht, ob ich die sehe. 822. Nach links noch die... Oh, die 15, ja. Die habe ich gar nicht gesehen. Das Problem ist, da ist die 15. Da ist die 22 auch noch. Irgendwie... Also alle... Irgendwie starten alle Straßen hier in der Ecke und dann gehen die einmal so komplett durchs Land. So, und dann können wir jetzt wahrscheinlich auch die 734 sehen. Wenn wir Glück haben. Achthundert, 49. Vor allem, wie die Straßen laufen, ist immer anders wild. 55. Wobei es sein kann, dass die 734 auch nur eine weiße Straße ist, wo es auf der Straße steht. Oh, wartet. Auf einmal ist die 22 die 15. Okay. Die sind also wieder doppelt belegt, wenn ich ranzoome. Nee, sie hört einfach hier auf. Okay, und wo geht sie weiter? Da oben. Die geht also hier lang. Das ist die 22 dann anscheinend.
857. Ja, aber dann würden ja die anderen Autobahnen dran stehen. Okay. Das macht auch keinen Sinn, nicht? Manchmal kommen die auch zweimal irgendwie zusammen. Aber wir haben die ja verfolgt. Vielleicht sind wir auf der Seite. 808. Endlich mal eine 700. 733. Okay, hier lang. Jetzt habe ich die 22 verloren. Da ist sie. Und dann müsste hier 734 kommen. Boah, da oben. Ganz woanders. Also die 22 startet hier. Wahrscheinlich startet die da und geht einmal so. Was eine Scheiße. Okay, und wir starten jetzt. Warte mal, wir sind Richtung Westen gefahren. Aber Wasser sehen wir hier doch gar nicht. Wir sind doch mitten in den Bergen. Das heißt, wir sind irgendwo hier. So, und jetzt Sedongmuö und Sangchongshoing. Sandongdero? Nee. Wir sind auch nur ganz kurz gefahren. Und die Straße hier verläuft Ost-West. Okay, und da hinten ist Wasser. Okay. Songdongjil. Wie ist unsere? Songmul oder sowas. Songdong, Songdong. Aber hier sind wir ja schon im Wasser. Wobei das Wasser auch wieder abgegraben wurde. Inchonson. Hier, warte. Wie? Songdongmul. Songdongmul und Singoshinyongshengjil. Da. Okay. Haben wir. Macht Sinn. Das war die Kreuzung, wo es hinging. Und da ist der Baum mit den Leuten gewesen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Start, um ganz sicher zu sein. Wir stehen in der Straße drin ein bisschen. Also dort, Bingo Bongo, 2,99 Meter. Die 734 ist geteilt. Da ist noch ein abgetrennter Teil. Wasser in Chaos. Ja, ja. Definitiv. Also Südkorea ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Die Straßen überspringen auch manchmal. Die hören auch manchmal auf. Und dann gehen sie wieder irgendwo los, dann hören sie wieder auf und das ist manchmal echt schwer nachzuvollziehen, wo die lang gehen. Und guck mal hier, die 22 taucht hier zum Beispiel an der 15 auf, geht so rum und kommt wieder auf die 15. Nicht? Deswegen fängst du natürlich hier an, du denkst, und guck mal, hier ist die 734 auch. Also wir hätten auch genauso gut hier sein können, nicht? 22, irgendwo hier, 22, 15, 734. Die Runde ging schnell. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf Detailed Results. 5:31 Australien, 10 Minuten Estland und 12 Minuten Südkorea. Es war eine gute Runde, 18.000 Punkte wie immer geholt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.